Hello and welcome to Lucerne, Switzerland. Today is a beautiful day and God has opened up all the doors to Lucerne, a very international city in Switzerland where people from all around the world are gathering. And so today we have the privilege to spread the Rhapsody of Realities in different languages and reach people from every nation, culture and religion with the gospel of Jesus Christ. Join us and be blessed. Nothing is impossible with God. Everything was prepared and people's hearts were open for the gospel. Two stands were placed in the middle of the city where most tourists are passing by. Besides the local community, many immigrants from different nations were reached and gladly received a rhapsody in their language, as well as an invitation to the U Church worship concert and the Sunday service on the ship. Some received healing on the open street. Others gave their life to Christ. And as the Spirit had prophesied it beforehand through Pastor Jay, U Church blessed the international city of Lucerne that unites foreigners and locals. In my job I spread, in my town I spread, in every nation I spread. Welcome to the beautiful city of Lucerne, also known as the door to the world, that today has been turned into the door to heaven. The glory of God is filling this place and we are very expectant to see what the Spirit of God is going to do and how He's going to touch people's hearts, save them, heal them, as right now we are in our preparations for the gospel concert. Give Him a praise, the Lord! Wieso sollen wir tanzen und singen für Gott? Weil er ist der, der uns gemacht hat. Er ist der, der uns versorgt. Und es gibt nichts Besseres, als erstes am Morgen mit ihm Gemeinschaft zu haben, richtig? Wie ein Vogel singt, mit seinen Flügeln schwingt, so tanze ich und singe ich für dich schon früh am Morgen. Für mein Gott, der mich versorgt. Es gibt eine Hilfe und die heißt Jesus Christus. Komm in die U-Church, komm morgen auf das Schiff. Es ist deine Zeit, es ist dein Moment. Und lass uns jetzt auch tanzen mit Jay Venez, gekommen aus Aruba, extra für uns. Somebody say Halleluja. Was tangible and attracted hundreds of people. Some of them reported how pain just left their bodies as they attended the concert. Others were overwhelmed with joy and free from depression. Was ich noch gemerkt habe, dass meine Beine sind plötzlich leichter geworden. Und als ich da so getribbelt habe mit den Füßen und auf die Spitze gestanden bin, habe ich gemerkt, dass die Arthrose, dass das gar nicht mehr oben ist. Das hat mir so weh getan noch heute. Die Schmerzen sind weg.
Die waren schon weg gewesen, praktisch beim Sitzen. Als ich dann aufgestanden bin und dann den Fuß bewegt habe, die sind weggegangen, die waren nicht mehr da gewesen. Und es ist schön, ich bin vorhin wirklich noch aus dem Zug fast ein bisschen gehinkt. Aber es ist weg. Ich habe ja gestern Flyer bekommen und ich habe müssen vorher arbeiten, darum bin ich später gekommen. Aber das, was ich gehört habe, war einfach wunderbar. Ich habe bis jetzt noch Gänsehaut und Tränen bekommen, es war so schön. Nur beim Zulassen bin ich überglücklich geworden und ich habe einfach gespürt, ja, der Heilige Geist ist mit uns und das ist Gänsehaut, das war einfach wunderschön, wie gesagt. Day 2 of the Rhapsody Outreach was a huge success. For the first time in history, the music pavilion in the middle of the international city was given to a church. On a place where only classical concerts are allowed to perform, the air was filled with the heavenly sound of worship music. God, your grace and mercy is always to follow me. As the preaching of the gospel is not allowed in public places, a motorship was rented by Pastor Jay to preach the word of God to all nations. And indeed, they came from everywhere. Today is the big day of a Holy Ghost experience in this international city. And as you see, people have come from everywhere. They come from different nations, different religions and cultures. And we are really expectant to see mighty things happen today. Many people will be saved, many people will be healed and touched, and their lives forever transformed. Außer du bist von neuem geboren, kannst du das Königreich Gottes nicht sehen. Und ich bin gekommen im Namen Jesus Christus für alle die, die wollen das Königreich wiedersehen. Das Königreich Gottes kommt durch den Heiligen Geist. Das Königreich Gottes kommt durch die Worte von Jesus Christus. Johannes 7, 37, 38 hat Jesus gesagt, wer dürstet, komme zu mir und ich werde ihm zu trinken geben, so dass du nicht mehr dürstest. Jesus hat gesagt, wer an mich glauben wird, wie es die Schrift sagt, aus ihm werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Diese Ströme des lebendigen Wassers ist der Heilige Geist. Das heißt, du kannst den Heiligen Geist nicht im See suchen. Du kannst den Heiligen Geist nicht im KKL suchen oder einfach in einer Stadt oder auch nicht einfach in irgendeiner Beziehung, nur weil du unbedingt einen Mann oder eine Frau willst. Du kannst den Heiligen Geist nur da finden, wo er den Ort kreiert hat, um mit seiner Heiligkeit zu sein. Johannes 14. Jesus spricht hier. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Jesus sagt hier, lass dein Herz nicht durcheinander kommen. Lass es nicht zweifeln. Lass es nicht gestört sein. Wenn Jesus das sagt, ist es wichtig, dass wir das zu Herzen nehmen. Dein Herzchen ist viel wert. Dein Herz ist sehr viel wert. Und außer Jesus hat das nie jemand gesagt. Weil nur Jesus weiß, wie wertvoll dein Herz ist. Ich mache noch einen kleinen Anfang. Immer wieder frage ich mich, wenn du weißt, dass Jesus das Wort Gottes ist, das Mensch wurde, und er dachte, es ist eine gute Idee, für dich zu sterben, damit du später das leben kannst, was er dir gebracht hat. Dann zeigt uns doch das, dass nur Jesus wirklich uns Wert geschenkt hat. Und wenn er bereit war, uns so einen Wert zu schenken, dann finde ich, ist er auch berechtigt, dass wir ihm zuhören. Weil die heutige Gesellschaft hört einfach allem zu, ohne sich zu fragen,
schenken die, die da so laut sprechen, mir eigentlich überhaupt diesen Wert, wo ich eigentlich habe? Und Jesus hat gesagt, ich bin vom Vater aus gekommen. Er ist gekommen, nicht weil wir viele waren auf Erden. Er wäre auch gekommen, wenn du der einzigste Mensch gewesen wärst hier auf Erden. Weil er sagt im Wort Gottes, der Vater liebt uns genauso fest, wie er Jesus seinen Sohn geliebt hat. Wenn ich dieses Wort Liebe höre, ergreift das mein Wesen. Wenn ich höre, dass der Vater mich so fest liebt, wie Jesus Christus, und der Vater hat gesagt, das ist eine gute Idee, dass Jesus Christus sterben soll, damit du das empfangen kannst, wo er gebracht hat nach seinem Tod, dann schenke ich ihm meine Aufmerksamkeit. Dann schenke ich ihm mein Bewusstsein. Weil sonst ist ja niemand anders öffentlich für mich gestorben. Außer meine Mutter vielleicht mehrere Male, aber meine Mama war nicht von Gott gesandt, um für mich zu sterben. Aber Jesus Christus war gesandt, um zu sterben für alle Menschen auf dieser Welt. Also ist es auch wichtig, dass jeder Mensch das hört. Egal wie alt das er ist. Jedes Kind verdient es zu hören, dass Jesus für das Kind gestorben ist. Jeder Teenager muss das hören, dass jemand ihn so wertvoll findet. Verstehst du? Gott ist es egal, was du richtig oder was du falsch gemacht hast im Leben. Er sieht dich so wertvoll, dass er gesagt hat, Blut von Tauben, Blut von Kühe werden nicht reichen, um dich zu kaufen. Aber er hat dich nicht gekauft, damit du dann irre gehst in 2016 irgendeine Illusion. Er hat dich gekauft, um dich wohin zu bringen. Darum sagt die Bibel im 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das heißt, du kannst in Christus sein. Verstehst du? Jesus hat auch gesagt, ich bin von oben. Und die Juden haben gesagt, was, du bist von oben? Du kommst von Nazareth. Hat Jesus da gelogen? Nein, Jesus wusste im Inneren, dass er vom Himmel kommt. Er hat gesagt, ihr tut nur die Werke eures Vaters, der ein Lügner ist. Aber ich tue das, wofür mich mein Vater gesandt hat. Praise the Lord. Mir ist egal, was du gerade hast auf deinem Platz. Einige empfangen schon Heilung. Diese Schmerzen verlassen deine Seele. Diese Schmerzen verlassen deinen Kopf. Als Jesus Christus diesen Dornenkranz hier trug auf seine Stirne und das Blut floss runter, hat er die mentalen Störungen geheilt. Wenn du jetzt dein Herz öffnest, kann Gott ein Ende setzen, dass dein Kopf immer von selber denkt, 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 denkt und du weißt gar nicht, an was du wirklich denkst. Gott kann heute hier auf dem See ein Ende setzen, damit du ohne Hoffnung jeden Tag in die Stadt läufst. Wenn jemand für dich gestorben ist, musst du speziell sein. Weißt du, ich komme von Südafrika. 100.000 Leute. Ich komme von Kanada. 5.000 Leute. Ich komme von Nigeria. 30.000 Leute. Und mir ist es egal, auch wenn wir nur du und ich wären, ich würde diese Zeit mit dir verbringen wollen. Das zeigt ja die Armut, dass den Leuten nicht gegönnt wird, gute Nachrichten zu hören. Dass den Leuten nicht gegönnt wird, geliebt zu werden. Aber nicht mit dir. Lass dich lieben von dem, der Liebe hat für dich. Lass dich lieben von dem, der die Liebe ist. Egal, was du studierst und was du für Ziele erreichen willst in deinem Leben. Lass dich lieben von der, der dich wirklich liebt. Such deine Liebe nicht in einer Frau.
Such deine Liebe nicht in einem Mann. Das kann die Liebe Gottes nicht ersetzen. Und diese Liebe wirkt hier drin, weil er treu ist, weil er ein ewiger Vater ist. Du darfst nicht Gott vergleichen mit dem Teufel. Mir ist egal, ob du vom Ausland bist. Mir ist egal, woher du kommst. Lass dich lieben von dem, der dich wirklich liebt. Jesus kategorisiert nicht, woher du kommst, welche Sprache du sprichst. Jesus wird nicht schauen, was du gelernt hast und was du nicht gelernt hast. Jesus sieht nur, dass Gott, der Vater, dich so sehr liebt. Jesus weiß nur, dass er dich kreiert hat. Dich hat nicht die Politik kreiert. Dich hat nicht der Fernseher kreiert. Dich hat nicht der Sonnenschein kreiert. Das Wort Gottes hat dich kreiert. All the people were overwhelmed. The Spirit of God had touched numerous hearts and transformed many lives. Among them were also several Muslims. And almost every attendee prayed the prayer of salvation in the end. There was definitely no one who left the ship without a wide smile on their face. A mí me encantó muchísimo. Ha estado un momento de entrega propio espiritual. Entregar el corazón. Lo que más me tocó es que el pastor ha hablado muchas verdades y es una cosa muy importante de hoy en día, ¿no? Y eso me gustó mucho porque me tocó el corazón todo lo que has hablado él. اليوم حسيت انه طبعا بالسفينه اللي كنا نحن قاعدين فيها اجتماع البشر اللي موجودين وصدق الناس اللي كانوا موجودين والفرحه اللي كانوا عايشينها والكلام اللي كان يحكي المقدم ما بعرف كان شو اسمه كان كتير سبيشال يعني حلو كتير وكان يشعر بالطمانينه والسكون. It's time for a quick fire of his presence. Switzerland will never be the same again, and what God has started in Europe cannot be stopped. The glory in you, the Holy Spirit in you, the gospel is all about you. Jesus said, I'm gonna go and prepare a place for you. Visit our website, receive the Word of God daily, and discover more about the Gospel of Jesus Christ at uchurch.ch. Join our Higher Life service every Sunday at 11 o'clock a.m. at Steinackerstrasse 21 in Kloten. Our latest teachings are now available on DVD with English subtitles. You can order them by sending us an email, and your life will be forever transformed. Be always up to date and get the latest news on our social media platforms. You may contact us at mail@uc.ch or give us a call. Welcome to YouChurch. The gospel is all about you.